Und damit herzlich willkommen auf der Brockenbahn für den TS Classic. Unser zweiter Ausflug generell auf der Brockenbahn. Das erste Mal war ja hier bei Trains. Und jetzt ist das Add-on auch für den TS Classic draußen von der Wagonwerkstatt. Und ja, da fahren wir heute mal eine kleine Tour. Wir fahren ehrlich gesagt den ersten Teil eines Dreiteilers, wo es auf den Brocken rauf geht. Wir müssen jetzt unsere Lok erstmal bereit machen, einmal Wasser fassen. Und einmal Kohle und dann da hinten an unsere Wagen ankuppeln. Und ich würde sagen, damit beginnen wir auch mal. Wir werden die Handbremse hier lösen. Und mal langsam nach da vorne schleichen. So, Zylinderhähne offen. Oh, bitte stehen bleiben. Machen wir hier mal wieder zu. Notbremsung? Ich wollte keine Notbremsung machen. Aber du kannst jetzt hier mal Wasser laden. Dankeschön. Und während du das machst, schauen wir uns hier mal um. Okay, Drehscheibe funktioniert. Sehr geil. Schuppen dann für Loks und Wagen, gehe ich mal davon aus. Und da haben wir Normalspurstrecke. Wo die Leute hier rangebracht werden zur Brückenbahn. Geht vermutlich hier nicht sehr weit, oder? Ja, gut, ein bisschen hat das reinmodelliert. Das geht. Was haben wir hier noch ein schönes? Ich glaube, hier sollte man nicht vorbeigucken. Wir sollten eher hier bleiben. Der Bahnhof von der Brückenbahn. Schauen wir uns gleich nochmal weiter. Ich habe da gerade was Interessantes im Augenwinkel gesehen. So. Bist du gelöst? Nee, noch nicht. Sollte aber jetzt reichen. Südli. Vom Zeitraum her steht im Handbuch, ist das Jahr, also rund um das Jahr 2010 plus minus abgebildet. Also wenn sich da mittlerweile etwas verändert hat, dann liegt es daran. Und wie authentisch das Ganze ist, das kann ich euch nicht sagen, nachdem ich die Brückenbahn in echt noch nicht besucht habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere auf der Brückenbahn schon unterwegs war und mir dann sagen kann, yo, das sieht soweit gut aus, kann man so lassen. Oder nee, das sieht total crappy aus. Also ich bin die ersten paar Meter schon gefahren und das, was ich gesehen habe, sah wirklich nicht schlecht aus. So, da kommt der Kran. Ich fülle das hier mal mit Kohle auf. Und ich hätte jetzt eigentlich gern mal Licht. Dankeschön. Hinten rot. So, Werniger Rode HSB Ausfahrt Süd 2. Einmal anhalten. Das können wir machen. Oh, das ist dann gleich gerade da vorne. Und dann geht es nach hinten in den Burnhof. Schauen wir, dass wir hier vor dem Zwerg stehen bleiben. Interessant, was der Zwerg da macht. Sehr gut. Und einmal Retour, bitte. Ach ja. Eines, was die Lok kann, das ist folgendes. Mal schauen, hoffentlich geht's. Yes, wir haben die Triebwerksbeleuchtung. Die funktioniert. Ich glaube, die lassen wir mal an. Nun bitte an den Zug ankuppeln. Mach mal. Bremsen lösen. Ein kleiner Pfiff. Und da haben wir dann auch schon mal einen ersten Kritikpunkt an der Lok. Die Pfeife. Das ist zwar der originale Sound und klingt auch gut, aber ich finde, der ist nicht ganz sauber abgemischt. Der hört einfach unsauber auf. Finde ich. Mal klar, ist ein bisschen blöd, sowas aufzunehmen. Aber das, glaube ich, hätte man noch ein bisschen besser machen können. So, da stehen unsere Wagen. Geschwindigkeitsbeschreitung ist ja gut, ich bremse ja schon.
Ja, da jetzt eigentlich auch noch mein Wasserkran gehabt. Oh, schön vorsichtig hier ran. So. Und jetzt die letzten Meter. Sehe ich das eigentlich von hier? So gut wie gar nicht. Und es ist abschüssig. Ich brauche nicht mehr Gas geben. Praktisch. So, bremsen. Sehr gut. Ja dann. Liebe Leute, bitte einmal einsteigen. Und wir gehen hier nach vorne. Und schauen uns den Bahnhof jetzt hier nochmal ein bisschen an. Einerseits unsere Wagen hier. Schauen nicht schlecht aus, muss ich sagen. Wirklich gut gemacht. Was steht da? Keine brennenden Gegenstände aus dem Zug werfen. Waldbrandgefahr. 12 Stehplätze. Kinder nur in Begleitung Erwachsener. Ja, macht irgendwo Sinn. Und der Ganze fährt so auf den Brockenhof. Spannend. Okay. Handweichen. Alles klar. Was haben wir hier? Add-ons für Train Simulator. Oh, leider ein bisschen unscharf. Audesta. Ja, so ist denn das nicht scharf. Das ist ein bisschen... meh. Das ist ein schönes Detail. Sowas sehe ich immer gerne am Bahnhof. Gleis 33, 34. Oh, das ist aber auch schön. Das ist halt wiederum scharf. Also, ja, ein bisschen Feinschliff. Oder auch hier da hinten, dass man vielleicht noch ein bisschen ausdetailliert. Also nicht viel, aber damit es halt nicht so aussieht. So, haben wir ansonsten hier noch was Spannendes? Ich glaube eigentlich nicht. Da ging es vermutlich irgendwo auch mal hier dahin. Was auch immer hier mal gewesen ist. Ja, ansonsten die Lok von innen. Die Standard-Sitzposition ist, ja, vermutlich geht es nicht anders, aber ich finde es ja ganz so schön, dass man hier da so ein bisschen in der Lok drin ist. Ich glaube, man hätte die Kamera aber so ein bisschen weiter reintun sollen. Aber ja, das ist vermutlich wegen der Bauform von der Lok nicht ganz anders gegangen. Das ist nur so ein kleines Minusding. Wir könnten hier drin mal Licht anmachen. Ja, ist tatsächlich angegangen. Damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Cheerlicht. Funktioniert das? Wollte ich nicht, weil ich das Hauptding jetzt anhabe. So, dann haben wir Führerstandsleuchte, Spitzensignal, Triebwerksleuchte. Könnte man wieder ausmachen. Ja, wirklich viel Platz hat es hier drin nicht. Schön kuschelig. Größte Geschwindigkeit 40 km/h. Letzte Zwischen- und Hauptuntersuchung. Das passt jetzt nicht zum abgebildeten Zeitraum. Steht im Handbuch auch noch. Ja, ich hab's gerade offen. Abgebildete Zeit von ca. 2010. Die Lok kommt aus der Zukunft. Wenn es 2020 war. Ah, okay, Details. Eisbahnstation Magdeburg, Bahnbetriebswerk, Wernigerode, Buchfahrplan, Heft 72133, Jahresfahrplan 1988-89. Ist, glaube ich, abgelaufen. Söderle, wir haben Abfahrt. Wenn wir mal pfeifen hier. Los geht's. So, da machen wir es mal wieder dicht. Ja, rein von den Kamerapositionen her. Haben wir die hier. Einmal nach hinten. Andere Seite. Und dann nach vorne. Hier die totale. Einmal mittig. Und rechts. So. Aber ich glaube, ich wäre gern hier drin. Oh, Stichwort Wasser. Schauen wir eigentlich nur gut aus. Brauchen da, glaube ich, eigentlich nur nichts machen. Und für uns geht es jetzt nach rechts. Wo geht's denn da hin?
Ich glaube, da möchte ich mal ganz kurz nachsehen, wo es da hingeht. Was ist da hinten? Das andere Depot. Alles klar. Okay, wieder rein zur Lok. Ja, bezüglich Ton abmischen, das gleiche mit dem Kurvengeräusch von den Wagen. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen, genau das Geräusch, das könnte vielleicht noch ein bisschen nervig werden. So, halt da warten, darauf vorne. Und stellt euch darauf ein, wir werden richtig oft pfeifen. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Pfeiftafeln in kurzer Zeit gesehen, als wie auf der Brockenbahn. So. Schauen wir, dass wir hier nicht über Rot drüber kacheln. Ich wollte eigentlich hier drin sein. Ja. War ein bisschen zu viel. Der Baum ist doch ein bisschen ungünstig. Aber absolut on time. Geil. Schweizer Pünktlichkeit. Mein Kollege. Komm, lass mal noch mal ein bisschen einfeuern hier. Was war das eigentlich für ein Achtungsding hier dann? Vorsicht, kein Trinkwasser. Ja, wer trinkt denn auch aus einer Dampflok raus? Aber weiß, eine blöde Frage. Eisenbahnfans vermutlich. So, bitte einsteigen. Der Zug fährt in Kürze ab. Richtung Bruggen. Achso, warte mal, ich muss die Bremse anders lösen. Wer übrigens versucht, die Zugbremse hier über das GUI zu steuern, dem kann ich gleich sagen, das funktioniert nicht. Die Lokbremse geht, aber Zugbremse müsst ihr mit Hotkeys machen oder über den Raindriver. Oh, die erste Pfeiftafel von vielen. Das ist wiederum sauber. Das hat mir gut gefallen. So, einmal quer drüber über die Kreuzung. Hat es doch bestimmt schon mal kracht mit dem Zug, oder? Kreuzung schreit danach, dass er mein Autofahrer nicht aufgepasst hat. Ja, wir werden zu schnell. Und das ist auch ein geiles Detail. Da, das Signal steht da einfach mal auf dem Gehweg. Ich meine, klar, wo willst du es anders hin machen, aber es sieht schon cool aus. Achso, nee, das war die 30er Tafel. Können wir mal Gas geben? Ein bisschen. Nee, das wollte ich gar nicht. So. Was macht der Druck? Dem geht's gut. Also wenn die auf Geschwindigkeit kommt, dann knallt dir richtig die Lok. Ah, das gefällt mir.
Ja, so viel zum Detailfinish. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig da hinten. Aber ansonsten Landschaft echt schön. Wir schauen dann gleich nochmal, ob wir eine Passagieransicht haben. Oh, die Ansicht bitte. Okay, Passagieransicht. Oh, haben wir. Direkt hinter der Lok. Einmal hier draußen. Mal noch eine andere. Ja. Einmal so seitlich. Andere Seite. Einmal hinten. Und wieder vorne. Okay. Also Waldbrandgefahr ist hier wirklich ein Thema. Aber ich glaube, das ist nur der Anfang. Das wird noch viel schlimmer. Södre. Einmal 10 km/h. Bisschen langsam. Vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt ist aber gut. Jetzt kommen wir hier noch zum Stehen. Ja, ja, Spiel. Der eine KMH da. Alle Dude. Ich glaube, das ist ein bisschen zu lang für den Bahnsteig hier. Wernigerode Hochschule Harz. Irgendwo hier fährt doch eine Straßenbahn, oder nicht? Einmal anhalten. 15:03 sollte man da sein. Wir sind da um 15:03. Muss ich mal kurz schauen. Sieht man hier irgendwo eine Straßenbahn? Hier hinten vielleicht? Nö. Ich meinte, das war hier. Also, zumindest im Handbuch stand da irgendwas in der Richtung. Das weiß ich, schau mal ganz kurz im Handbuch nach. Einmal hochscrollen. Ah ja, da. Weiter geht es durch die Wernigerode Stadtgebiet vorbei an zahlreichen Gärten zum Haltepunkt Wernigerode Hochschule Harz, hinter dem sich die Bahn wie eine Straßenbahn durch die enge Kirchstraße schlängelt. Wo auch immer die Kirchstraße ist. So. Wenn jemand weiß, wo hier die Straßenbahn ist, gerne meine Kommentare reinschreiben. Ich habe es zumindest nicht erkannt, wo das sein soll. Ach na! Ah, ich bin so ein Superheld. Ah, zum Haltepunkt Wernigerode, hinter dem sich die Bahn wie eine Straßenbahn durch enge Kirchstraße schlängelt. Die Bahn ist gemeint. Da der Abschnitt hier. Ich bin doof. Ja, ich bin doof. Ganz offiziell. Einmal ordentlich lesen. Ich kann, denke ich, mal ein bisschen Wasser reinlassen. Und dann dürfte das dann vermutlich die Hochschule sein. So, jetzt gehen wir mal Schmackes hier. Und der nächste Übergang da hinten. Ja, geil. 40 dürfen wir, dann kommt schon wieder 30. Also in der Ansicht ist das Sound definitiv am geilsten.
Anwohner auch ein bisschen zu optimal, wenn die ganze Zeit gepfiffen wird. Oh, da haben wir jetzt endlich mal einen Abschnitt, wo mal ein bisschen weniger gepfiffen wird. Oh, ein kleiner Sportplatz hier. Ja, aber nette Gegend. Ich glaube, da muss ich wirklich mal vorbei zum Besuchen. Ich war Dampfloks im Regelbetrieb. Das muss man eigentlich sehen. Ich glaube, ich gehe mir den Regler weiter runter. So. Just in case. Also eigentlich könnte man sich die 40 sparen und durchgängig 30 lassen. So, einmal Wasser rein. Weiniger Rode, Hasser Rode, Gleis 2, 15.07. Ja, da sind wir schon ein bisschen zu spät. Nur so ein bisschen. Aber von der Steigung her zieht es jetzt ein bisschen an. So, einmal reinrollen. Bremsen. Bitte, danke. Nein, nicht auf. Okay, ich darf da nicht zu lange drin bleiben, sonst geht er mir auf die Notbremse. So, gucken wir uns mal um. Was haben wir hier Schönes? Und einmal zum Ausweichen. Da haben wir noch ein Gleis. Wo geht das hin? Das geht einfach ins Nix. Was auch immer hier drauf steht. Schade, dass das unscharf ist. Moment. Das Gleis schwebt. Das geht hier nach oben. Hier ist es noch versenkt. Und dann geht es hier nach oben. Ja, gut. Steinerne Renne, Gleis 1. Nächster Halt. Bremse lösen. Ich kann mal wieder mal zumachen. Was kündigst du mir an? 20. Also ziehen tut die Lok wirklich gut. Ja, dann Schierende hier. Also dekomäßig muss ich sagen, waren sie fleißig. Da gibt es wirklich viel hier. Nur das, nur das Detail polished an gewissen Stellen könnte besser sein. Nächster Sportplatz oder was auch immer hier sein soll. So, gehen wir mal runter. Ach, 20 wegen den Übergang hier. Weil nicht gesichert. Ne, da ist 20. Na, Moment. Das war die Ankündigungstafel. Entschuldigung, hab ich jetzt gesagt. Und ich habe wieder wegen dem. Ja, okay. Oh.
würde es ja eigentlich schon reizen, komplett zum Brockenlauf zu fahren. Dann machen wir noch Teil 2 von dem Video. Wir fahren den Brockenlauf. Wenn ihr das möchtet. Jo, da vorne 20. Oh, ich glaube, das wäre eigentlich gar kein so ein schlechter Spot hier zum Foto machen. Wenn man sich da hinten so ein bisschen hinstellt. Ja, es könnte ein gutes Motiv geben. Moment, durchgehen jetzt nach da oben 20. Okay. So, wir werden mal ein bisschen einheizen. Also, bei der Lok habe ich halt überhaupt kein Gefühl, dass die auch nur irgendwie Mühe hätte, hier da den Berg hochzukommen. Das ist halt da jetzt die Steigung. Und es sind doch ein paar Wagen da hinten, haben schon die Steigung, aber das Ding zieht. Gleich auch mit Trains. Wobei, da wurde mir gesagt, da war die Leistung definitiv ein bisschen too much. Boah, oder auch hier in der Kurve Fotos machen. Wechseln dann schön die Zuglänge hier rein. So, steinerne Renne, Gleis 1. Noch so Fachwerkshäuser hier in der Gegend. Schöne Sache. Boah, ich dachte schon, das war der Bahnsteig hier. Das Grüne da. Moin, moin. Auch da. Warum ist das nicht sauber? Beim Bahnhof soll es halt wenigstens gut sein. Södre. Ich würde sagen, wir bleiben hier mal stehen. Und auf. Upsale, wir brauchen da ein bisschen mehr Bremse. Sonst wollen wir hier rückwärts. Das wollen wir natürlich nicht. Freie Fahrt nach oben. Ansonsten, was haben wir hier? Das sieht ein bisschen nach Industrie hier aus. Ich glaube, hier steigst du. Gut, einerseits die Arbeiter würden vielleicht vermutlich hier aussteigen, aber ansonsten glaube ich eher wandern hier in dem Gebiet. Wir sollten doch die... Was? Hab ich doch? Hä? Was? Ja, okay. DS Classic. Wir fahren mal wieder. Achso. Muss ich ja so machen. Drei an den Honig, Gleis 1, Ankunft um 15:32 Uhr. Schauen wir mal, dass wir das on time machen. Ah, vielleicht noch ein bisschen einheizen jetzt bei der Bergfahrt. Jetzt geht's doch ein bisschen nach oben. Schön schwarz hier. Haha, einmal alles zu losen. Aber sie zieht und zieht und zieht.
Und daran, dass man von hier aus das Gebimmel hört. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Umf. Wir werden langsamer. So cool. Ich will auch nicht so viel Kessel drauf verlieren. Aber das ist das erste Mal, dass ich merke, okay, jetzt sind wir schon arbeiten. Erfahrene Harzfahrer, glaube ich, Harzbahnfahrer wird schon wissen, was er tun würde hier, wenn er hier auf 30 kommt. Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Mal schauen, ist der Blower effektiv an? Lese an. Ich brauche mal ganz kurz die Hotkeys zu der Lok. Wo war das? Ah, hier. Ich weiß mal oben. Ah ja, okay. Was hier? Wo war das? Das ist die Firebox Store. Wo ist denn das bei der Dampflok? Das find's grad nicht. Handbremse. Okay, also mal schauen, wo die ist. Jetzt brauche ich alles nicht. Nicht das, was ich suche. Sind denn die Klappen hier? Aber wir bauen wieder Druck auf, das gefällt mir. Da brauchen wir mal langsamer werden. Vielleicht mal andere Kameraansicht. Ne, ich hätte gerne mal die totale hier. Nö. So, mal kontrollieren. Schönes Bild. Sehr nice. Dann sagen wir mal ein bisschen reinheizen hier. Halt leider ein bisschen Wasser. Oh, 70% lassen wir mal. Sechs Kilometer bei der Steigung. Oh, das wird spaßig. Ein bisschen Schiss, dass wir da zu viel Druck verlieren. Aber langsam wird's, langsam wird's.
Why? Interesting. Sind wir die auch von hier? Ne, lassen sie weg. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Also ein richtig trockener Sommer wäre für die Bahn halt schon wirklich arschig. Da bist du hier im Geben von Holz, was richtig gut brennt. So, Wasser rein. Wenn jetzt die Feuerbüchse aufmachen. Beste Idee ever. So, 70. Gehen wir vielleicht auf 75. Oh, was? Ist sogar zu schnell jetzt hier. Mit der Leistung. Oh, das ist ein bisschen flacher als hier. Aber ich glaube, so ist jetzt gut mit dem Wasser. Fürs Erste. IBF. Was? Drängental. Drängental, irgendwie so. Sieht noch eine Ausweichstelle aus. Jo, Fahrdienstleiter sagt, wir dürfen fahren. Das freut uns doch. Aber es sind schon ein paar Meter Höhenunterschiede, was wir hier gemacht haben. Ohne dass es beim Hauptevent erstmal sind, vom Brücken selber. Also das letzte Stück da. Jo, Ausweichstelle. Moment mal, war nicht auch die Brockenbahn eine der Bahnen, die so Rückfallweichen hatten? Ich meine irgendwas in die Richtung mal gelesen zu haben, aber bitte ich mich jetzt auch irren. So, dann haben wir schon mal die Ankündigung für 20. Wieder ein Bahnübergang oder eine echt enge Kurve. Dich können wir eigentlich mal auf. Na komm, geh hoch auf 0. Oh shit. Das Wasser geht ein bisschen schnell runter. Sind wir jetzt bei 16? Ich dachte 14 wäre der höchste Tür. Ich dachte 14 war bei das. Ah shit, und wir sind zu schnell. Naja. War wegen der Kurve. Wo waren sie? Da. Mal wieder nach unten mit euch.
glaube, wir sind ein bisschen zu heiß. Ja, das finde ich jetzt aber echt. Warum geht das immer weiter nach oben? Ja, wir sind da drüber. Oh ne, dass mir jetzt den Kessel zerreißt. Ich glaube, ich muss hier mal bewusst ein bisschen abbauen. Ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass der Kesseldruck jetzt immer weiter nach oben geht. Komm, ey, ich muss jetzt hier abbauen. Super. Machen wir die 20. Jetzt ins andere Menü. Feuermasse. Welche da Temperaturen hier irgendwo? Nö. Okay. Moment. Nee. Ah, ein bisschen geht's runter. Also wir werden da ein bisschen exzessiver fahren. Ich hab da gerade ein bisschen langsam mit Kissen drüber. Das ist auch mal neu, weil der Bergfahrt zu viel Druck haben. Normalerweise habe ich zu wenig. Und steigt halt. Was mich gerade ein bisschen irritiert ist, doch das Ventil ist am Abgehen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, ich glaube, ich habe die Maschine ein bisschen zu heiß gemacht. Fand sie jetzt, glaube ich, nicht so geil. So, komm. Mal richtig schön verdampfen hier. Also ich habe den Regler jetzt bewusst fast ganz offen, also Schieberegler, damit der Druck hier runter geht. Nice! 15,5, kommen wir wieder an die 14 hin. Sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt tut es sich wieder normalisieren. Nice. Was ein Abenteuer da mit mir und auf der Brückenbahn. Ich muss mal kurz nebenbei eine kleine Sache machen. Okay, erledigt. So, einmal Wasser rein. Ja, so viel zum Detailfetisch. Ein weiteres Mal. Ah, das ist einfach nicht schön.
Das muss doch beim Quality-Test auffallen, sowas, wenn man da direkt vorbeifährt. Wenn mal das Schauglas hier drin funktioniert ist. Andere Kameraansicht. Ja, genau so. Ich glaube, das geht nicht. Sieht zumindest ein bisschen komisch aus. Oh, da vorne. Drei Ahnen Huni. Dann haben wir es endlich geschafft. Mit einer minimalen Verspätung, so wie es aussieht. Was ist mit euch? Sieht so ein bisschen nach Mikrostau aus, wirklich. Wegen dem Bahnübergang, der da vorne ist, oder? Ja, ich glaube, da kommt ein Bahnübergang. Södri. Oh, immer die Leute, die schlafen beim Fahren. Oh, letzte Mal pfeifen. Ja, das ist wirklich ein Übergang. Au, Bauer, da geht's aber anständig nach oben. Südre. Oh, okay, und hier hat es dann einen fetten Parkplatz für alle, die da mitfahren wollen. Stehen auch noch zwei andere Kollegen hier. Moin, moin. Und einer fährt vermutlich dann gleich mal ab. Warte mal, war hier nicht so die Übergabestelle? Bisschen Bremse, Bremse. Bitte, danke. Sag mal, was kommt Wasser mal hier drin? Gibt's hier nicht. So, Tür auf. Und dann schauen wir uns hier mal um, was wir hier so Schönes haben. Ja, klar. So, von der Aufgabe... Warte mal, muss ich das mal kurz prüfen. Gaststattel zur Harzquerbahn. Bei einem Huni. Das ist offensichtlich ein echtes Foto gewesen. Ortsteam, müssen wir ein bisschen nachschärfen. Was haben wir hier? Fahrkarten und. Ja, du mit deinen Passagieren. Ich hab die doch einsteigen lassen. Fahrkarten und Souvenirs. Alle klar. Drei Ahnen Huni Wasser 1. Ist das dann der letzte Taste, den wir haben? Ja. Moment mal. Wasser holen von. Wo war das jetzt? Hier? Ja, von hier. Okay. Dann fahren wir mit unserem Zug mal ein bisschen nach vorne. War ich jetzt schlau gewesen, dann hätte ich jetzt direkt da gehalten. Aber ich bin Bravura. So, Lok, komm mal. Ach, shit. Ich hab die Bremse nicht richtig gelöst gehabt. Ui, geht ja nicht. Ah, wobei, wenn ich jetzt direkt da nach vorne gefahren wäre, dann
Hätte vermutlich TS Classic eh nicht geschnallt, was ich machen soll. Also, was er machen soll, so. Wasser füllen oder... Ich will da nicht über Rot drüber. Oder Passagier einen aussteigen lassen. Südele. Was? Lass du mich das gar nicht fertig machen? Ah doch. Okay, passt. Ja gut, also das wäre der erste Teil von drei Teilen. Im nächsten Teil, glaube ich, will es dann direkt zum Brocken raufgehen. Im dritten Teil geht es dann wieder runter. Aber ich muss sagen, das... Sag mal... Das Szenario, glaube ich, mag mich irgendwie nicht so gern. Aber ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, das sieht nicht schlecht aus. Ich gehe mal davon aus, der Rest wird auch gut aussehen. Ich werde dann nochmal fahren. Und wenn ihr wollt, dann machen wir auch Teil 2. Minuspunkt sind ein paar Sounds, die nicht so ganz sauber abgemischt sind, finde ich. Und natürlich das Teilfinish an diversen Stellen, wenn wir es gesehen haben. Abgesehen davon sah es, ehrlich gesagt, nicht schlecht aus. Ja, euer Feedback gerne in die Kommentare und dann wünsche ich euch eine gute Weiterfahrt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.